Jetzt was? Unsichtbar! Ja. Ich bin unsichtbar! So, jetzt lauf, Gems. Junge, lauf! Aber 15 Sekunden bist du nicht unsichtbar. Egal, versuch ihn. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ich habe heute zwei Gäste am Start, und zwar einmal den Lichtle. Was geht ab? Und den Jehan. Jo Leute, was geht? Was geht? Direkt am Anfang, Lichtle hat jetzt wieder angefangen, Videos aufzunehmen. Ich hoffe mal, wenn ich dieses Video veröffentliche, hat er dann auch schon die ersten Videos hochgeladen. Also schaut gerne mal bei ihm vorbei. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Danke, Bro. Nice. Yes. Wir nehmen heute eine lustige Challenge auf. Ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir die auch noch für Lichtle auf, müssen wir gleich mal schauen. Und zwar, ich habe ja jetzt neuerdings Leon, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. Und wir werden das Ganze gleich so machen. Wir gehen in eine Runde Juwelenjagd und ich nehme dann ein paar Gems, vielleicht nicht alle, aber wenn ich irgendwie 10 Gems haben sollte, dann ist es ja natürlich auch in Ordnung. Und wenn wir dann gewinnen sollten, setze ich meine Ulti ein und lauf einfach zu den Gegnern in die Base, um die so ein bisschen zu trollen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ganz witzig. Und ich will einfach mal sagen, wir fangen direkt an. Let's go, das ist unsere Combo. Und ich hoffe jetzt einfach mal. Let's go, ich bin eh gespannt. Jetzt hier mit zwei legendären Brawlern. Mal schauen, wie das funktioniert. Mit Spike und, Spike sage ich schon, mit Leon und Crow. Wird spannend. Oh Leute, ich muss doch die Audio anmachen. So, jetzt geht's auch los. Wir haben einen Frank im Team. Aber der ist auch schon fast down. Hab den Frank, aber ich bin jetzt auch sehr fast schön, tot. Shit, bin gestorben. So, ich gehe mal auf die rechte Seite. Ihr seid jetzt da gerade links am Start. Beziehungsweise eher gesagt du, Jonathan. Mhm. Wir hatten jetzt die Gems von denen. Long-Term-Damage hier links. Okay, Frank hat es auf mich abgesehen. Hat es aber nicht geschafft, mich zu bekommen. Sehr schön. So. Okay. Okay, Frank müsste down sein mit der Vergiftung. Und Frank ist down, sehr schön, nice. Sehr nice. Okay, wir halten die Gegner ja doch schon ganz schön gut in Schach. Das passt auf jeden Fall. Okay, ein paar Gems müsstest du mir gleich lassen. Ich bin jetzt gerade einmal gestorben. Mhm. Am besten irgendwie, dass ich gleich mir welche aus der Mitte einsammle. So. Okay, ist das da. Links ist ein Frank, aufpassen. Ja. Warte mal, vielleicht kann ich mir den holen, wenn er da links so weit nach vorne kommt. Jonathan, geh du mal rechts, dann probiere ich gleich den Frank zu holen. Ja, jetzt kann ich den Frank eh holen. Ich kann den Frank jetzt eh holen. Ciao, Frank. Nice. Sehr gut. Warte, jetzt machen wir gleich die Action. Ich muss aber nochmal meine Ulti eben aufladen. Ja, vielleicht schaut Jehan, dass er jetzt nochmal stirbt schnell, dass du die Jumps bekommst. Nee, ich laufe jetzt zu den Gegnern in die Base. Ist ja eh gut. Okay. Aber ich glaube, noch witziger wäre es, wenn ich irgendwie so 10 Gems habe und denke so, hä, wo ist denn jetzt der? Weil normalerweise, Leute, ihr wisst es ja, wenn man in Juwelenjagd, wenn da einer alle Gems hat, dann geht der natürlich irgendwie nach hinten in den Busch rein. In seine Base, aber wenn du dann in die andere gehst, dann denken sich die Gegner so, what the fuck, wo ist er bitte? Ja, was geht denn jetzt ab? Was ist denn das für ein Bug? Man kann auf jeden Fall mit Leon da ganz lustige Sachen machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt. Tatsächlich ist es immer ganz witzig. So, was haben die Gegner für eine Combo? Okay, da ist ein Colt. Okay, ich halte mich rechts, Leute. Ich halte mich rechts. Jo, mach das. Deren Bali ist tot. Ja, ich muss dann kurz ein bisschen heilen. Aua. Sehr schön, nice. Okay, der Colt hat es ein bisschen auf mich abgesehen, der ist hier noch. Achso, ein Colt hat Ulti da links. Ich hab den gerade ein bisschen gefeedet. Okay, Jungs, ich glaube, ich bin tot. Ja, ich muss eben erstmal heilen, ich kann erstmal gerade nichts machen. Ja, ich auch. Hey! Muss echt gleich mal schauen, dass ich den Colt da wegbekomme, der nervt gerade irgendwie. Ja, hier rechts, das nervt auch ziemlich, was der da aufführt. Gegner, ihr seid nervig. Ey, warte mal, wie mache ich denn das? Ich lade erstmal eben kurz an dem Bali meine Ulti auf. So. Nein, okay, ich habe noch bekommen, sehr schön. Nice, sehr gut. Gut. Da sind Gems, die du nimmst. Ja, du hast halt nicht die Gems clashed, das ist ein bisschen problematisch. Ja, aber jetzt habe ich Gems. Jetzt habe ich die Gems. Du musst in die Gegner-Base. Na, ich habe aber meine Ulti noch nicht. Warte, so.
Komm schon, krieg ich meine Ulti noch? Ja, jetzt, let's go. Ah, okay, schade, ich bin wieder visible. Aber ich laufe trotzdem zu den Gegnern in die Base. Ich hoffe mal, ihr sterbt jetzt sogar nicht. Hallo, ja. Gegner! Oh, lol. Ciao, die sind gerade gespawnt. Der Wille zu. Okay, wir probieren es auf jeden Fall nochmal aus. Ich habe jetzt meinen Leon auch tatsächlich schon auf Rang 13. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ist jetzt so gerade mein nächster Brawler. Ich glaube, dass du der einzige Juwelensammler bist. Ja, probiere ich jetzt mal aus. Dann, Jayan, geh du mal rechts, Jonathan links und ich bleib jetzt erstmal so ein bisschen in der Mitte. Jo. Und dann tauschen wir es einfach mal so. Okay. Oh, die in der Mitte werden zerberstet durch meinen Spray. Nice, sehr gut. Schon mal 3 Gems, kann jetzt hier schön in der Mitte erstmal chillen, heilen, alles easy. Okay. Nice. Ja, es klappt ja gerade eigentlich ganz gut. Vor allem Jonathan da, dass du. Oh, okay, jetzt bist du gerade gestorben, aber es hat eigentlich gerade echt ganz gut geklappt, dass du dir mal so ein bisschen angehittet hast. Und Jan hat sie dann so. Ich hab schon gemerkt, da sind die Handys geflogen. Oh fuck. Oh ja, der Colt hat seine Ulti. Der Colt hat gerade seine Ulti. Okay, hat sie für Jayan gewastet. Oh, RIP. Kannst du. Jo, ich habe auch schon 7 Gems. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen chillen. Ah. Nice, nice, nice. So, ich bräuchte noch 2 Gems. Manchmal mal ist die Jessie da vorne noch. Ja, nee, die ist da nicht mehr. Oh lol. Pass auf, Clash. Mhm. Der Colt ist auf dich abgesehen. Sehr nice. Sehr gut. So, wenn wir jetzt die Jessie davon bekommen. Nice, nice, nice. Ah, shit. Ah, ups, ich hab aus Versehen 2. Egal, ja, du kannst ja trotzdem unsichtbar reingehen. Egal, ich get jetzt trotzdem zu den Gegnern. Aber vorne ist noch eine Jessie. Nein, es ist ein Colt. Oh nein, es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Nein, ich bin auch noch gestorben. Was? Oh mein Gott, nein, Junge. Was macht ihr? Oh mein Gott, Digga. Challenge ging komplett nach hinten los. Sie ist tot. Ja. Ich habe alle Gems. Ja, 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 vielleicht klappt es jetzt nochmal. Nein, ich sterbe gegen das Turret-Ding. Mach dich unsichtbar, Bro. Nein. Ja, Leute, ich hätte mich echt unsichtbar machen können. Ich bin so dumm. Oh mein ciao, Jonathan. Gott, was geht hier ab, Jungs? Jetzt was unsichtbar. Ich bin unsichtbar. So, jetzt Gems. Lauf, Junge, lauf. Aber 15 Sekunden bist du nicht unsichtbar. Egal, versuch in einer Ecke. Junge, was hat das? Junge, den scheiß Mädchen, Junge. Ich bin jetzt aber bei den Gegnern. Hallo, ciao. Wir haben sogar noch geschafft, Junge. Das ist Junge, was war das für ein Match, Alter? Holy shit, okay. Ich würde sagen, eine letzte Runde probieren wir auf jeden Fall nochmal. Es war auf jeden Fall ganz witzig jetzt gerade. Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt gerade als Jonathan das gesagt hat, Digga, mach dich doch unsichtbar, habe ich gecheckt. Leute, ich hätte mich doch die ganze Zeit schon unsichtbar machen können. Mhm. Aber okay, wir haben nicht verloren, das ist die Hauptsache. Muss gelernt sein. Das stimmt, das stimmt. So. Ich muss mal ein bisschen zurück. Okay, mit Pro kann man aber, wenn man wirklich komplett nah am Gegner dran ist, schon ganz gut Damage machen. So. Nice, ich muss aber eben kurz heilen. Na, ich fuck die Gegner wieder ein bisschen ab. Jo, ich merke das schon. Jo, ich seh's. Achtung, rechts ist der Primo. Rechts, rechts, rechts. Mhm. Ich hab halt keine Chance gegen den. Ah, da ist er. Pass auf, er kann dich ulten einfach. Ja, shit. Ja. Aber probier ihn trotzdem zu töten, das ist. Ich hab keinen Schaden. Okay, warte, wir machen es anders. Ich setze jetzt hier meine Ulti ein. Und gette. Jetzt. Hab Primo. Ja, sehr nice. Komm zurück, Jonathan. Mhm. Warte, lebt noch von denen einer? Oh ja, hier. Ciao. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Ich habe 5 Gems. Primo läuft mir nach, Jungs. Ah. Ich mache mich unsichtbar. Okay, ich laufe wieder. Nein, ich bin gestorben. Shit. Ciao. Aber nice, Jonathan, nice. Kriegst du den? Ah, okay, ist wenigstens zurückgesetzt. Ich schau mal, ob ich da mir den Poco holen kann. Boah, yo, Alter, macht die viel Damage. Yeah, boy! Nein, er konnte sich heilen. Ich lebe noch.
Wo läufst du denn lang? Machst du jetzt die Crow in die Gegner-Base Challenge laufen oder was? Und nein, das Junge, war gar kein Deutsch. Oh lol, Primo hat mich komplett gechased. Da ist noch ein Gem. Ah, shit. Nein, mein Turret. Aber wir können die resetten, wir können die resetten. Nur in der Mitte kurz zu chillen. Das ist Poco? Nein, ich sterbe. Oder auch nicht. Doch, ich sterbe. Links der El Primo. Ja, der El Primo ist tot. Schön. Okay, wer hat die Gems von denen? Ich lauf rein. Oh, RIP. So. Hinten links. Mhm. Nein. Na gut, oh, die haben... Ja, okay, da können wir jetzt nichts mehr machen. Schade. Okay, Leute, ich würde aber trotzdem mal sagen, ihr könnt ja gerne mal selber diese Challenge ausprobieren. Ich würde sagen, ihr schickt mir jetzt mal per Instagram, wenn ihr es schafft, wenn ihr Leon habt. Natürlich geht es nur, wenn ihr Leon habt. Aber schickt mir mal einen Screenshot davon, wenn ihr irgendwie so mit 20 Gems oder sowas in der gegnerischen Base mit Leon steht. Davon könnt ihr mir mal einen Screenshot schicken. Vielleicht reposte ich dann da ein paar von in meiner Story. Also markiert mich auf euren Bildern, schickt mir die per Direktnachricht. Ich würde sagen, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video um 14 Uhr und zwar morgen. Haut rein oder lasst es sein. Euer Clash Games und ciao.